Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und heute ist es soweit. Es ist ein Update angekündigt worden, sogar schon gestern Abend. Und es ist, auf den ersten Blick ist es ein Update, was jetzt vielleicht nicht so groß erscheint, weil es nur Balance-Änderungen sind. Sie haben ja gesagt, ich glaube, im Oktober soll ein Update kommen, beziehungsweise sie haben ja nur gesagt, Mitte, Ende Herbst, was für mich im Endeffekt Oktober ist. Aber jetzt haben wir das Balance-Update und es sieht, wie gesagt, auf den ersten Blick sieht das jetzt nicht so ganz so groß aus. Es hat es aber tatsächlich richtig in sich. Also da muss man wirklich mal drauf gucken, das werden wir jetzt mal tun. Nehme ich den denn vorher mal eben mit oder nicht? Nein. Also, was ist denn neu? Besonders der Golem, da sollte man auf jeden Fall mal drauf gucken. Denn bis Level, also Level 1, 2 und 3, da wird der Schaden reduziert. Bei Level 4 bleibt er gleich. Bei Level, von Level 5 bis Level 9 wird er erhöht. Das bedeutet, der Golem wird jetzt auf jeden Fall stärker, was ich ziemlich gut finde, denn im Endeffekt, er wurde nicht so oft benutzt. Er wurde nicht so oft benutzt, es wurden dann doch eher Eisgolems benutzt, vielleicht noch mit einem Riesen dabei oder so. Golem war dann so ein bisschen hinten dran, wurde nicht ganz so oft benutzt, auf jeden Fall richtig gut. Mini-Golem. Das ist jetzt der Knaller, das muss ich wirklich sagen. Trefferpunkte Level 1, 2 und 3 erhöht. Level 8 und 9 Mini-Golems von 2 auf 3 erhöht. Die Anzahl, das ist richtig krass. Also da freue ich mich schon drauf, den Golem endlich mal wieder benutzen zu können. Und ja, wahrscheinlich ist das dann das große Comeback vom Golem. Wahrscheinlich war er überhaupt weg. Ja, so ein bisschen schon, oder? Also irgendwie hatte ich das Gefühl, so richtig oft wurde er nicht mehr benutzt, aber das kann sich ja jetzt wieder ändern. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, diese neuen Trefferpunkte und natürlich auch die Anzahl der Mini-Golems von 2 auf 3 bei Level 8 und 9. Dann ein weiteres Comeback. Die Drachen sind zurück, vielleicht ein bisschen. Also Trefferpunkte erhöht auf Level 5, 6 und 7 jeweils, muss ich sagen, gefällt mir auch ganz gut. Es geht weiter. Valkyrie, Trefferpunkte Level 7 von 1300 auf 1400 erhöht. Finde ich auch gut und den nehmen wir jetzt mal mit. Er hat ziemlich viel Loot. So. Okay, die Feger stehen gut für uns. Der Wind steht auch gut. Wann die Balance-Änderungen kommen, weiß ich allerdings noch nicht genau. Das stand jetzt nirgendwo. Aber ich meine, wenn sie es ankündigen, es wird nicht mehr so lange dauern. Also sie würden es jetzt nicht ankündigen, wenn sie es dann nicht zeitig bringen würden. Und ich kann es kaum erwarten. Es sind, glaube ich, die ersten Balance-Änderungen seit Jahren, wo ich echt mal sage, da freue ich mich drauf. Das sind die ersten Balance-Änderungen seit Jahren, wo ich wirklich sehr gebannt drauf schaue und gucke, wann denn da was kommt und ja, vor allem, wie sich das dann gestaltet. Ich habe drei, nein, ich habe drei Giftzauber. Was will ich denn mit drei Giftzaubern? Es ist teilweise, wenn du die echt nicht benutzt und dann stapeln die sich und du achtest nicht drauf. Egal, wir gehen jetzt hier noch ein bisschen nach außen, sammeln noch ein bisschen was weg. Oh, nein, ich hab, ach, das kommt auch noch dazu. Ich hab die Adler-Def nicht mehr erwischt. Egal. Wir hauen das jetzt mal alles auf den König drauf. Den König werden wir jetzt mal entzünden. Wir holen uns noch ein bisschen Dunkles. Und können ja schon einmal ein bisschen weiter gucken, was es denn noch so gibt. Beziehungsweise, ach komm, das machen wir gleich. Das machen wir gleich nach dem Angriff in aller Ruhe. Das will ich jetzt hier nicht noch reinpacken in den Angriff. Während während der Elektrodrache einfach mal richtig geröstet wurde. Aber soweit ich das jetzt gesehen habe, mal abgesehen von dem zweiten Stern, haben wir das meiste jetzt eigentlich schon geholt. Also den zweiten Stern schaffen wir nicht mehr. Wir werden wahrscheinlich mit der Königin, wenn sie sich noch ein bisschen beeilen sollte, werden wir vielleicht noch das Lager bekommen, das Elixierlager. Wir werden es sehen. Nein, nein, sie ist im Radius. Ich muss sie mal eben ganz schnell zünden. So, bitte komm, schnapp dir eben noch das Lager. Bitte noch ganz schnell eben das Lager schnappen. Ja, jetzt geht das da runter. Okay, jetzt gehen wir auf. Ja, war erfolgreich. Würde ich sagen, war auf jeden Fall erfolgreich. Also, ich hatte es ja schon gesagt, Valkyrie ist, gehen die Trefferpunkte hoch von 1300 auf 1400. Schweinereiter, Trefferpunkte reduziert von 920 auf 890. Ehrlich gesagt, habe ich schon lange nicht mehr mit Schweinereitern angegriffen. Ich weiß aber, dass es nach wie vor noch eine sehr, sehr beliebte Armee ist. Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das gestaltet bei den Schweinereitern, dass da vielleicht dann weniger, mit angegriffen wird. Wir werden es sehen. Warte mal, wir werfen mal eben noch einen Trank ein. Yes, wir haben noch welche. Wir gucken mal nach. Schweinegleiter. Wurden die Trefferpunkte auch reduziert? Auch da habe ich gehört, dass das eine sehr, sehr beliebte Truppe ist, wenn sie maxed ist. Also deswegen, wir sehen es, Level 18 Schweinegleiter, Trefferpunkte reduziert.
Und beim Inferno-Turm, Level 2 und 3, jeweils der Schaden reduziert. Naja, wir werden mal sehen, wie sich das gestaltet. Verborgener Tesla wurde der Schaden erhöht, finde ich sehr gut. Und beim Minenwerfer wurden die Treffer... Also beim Inferno-Turm wurde der Schaden reduziert. Aber bei dem verborgenen Tesla wurden die Trefferpunkte erhöht, nicht der Schaden. Und beim Minenwerfer wurden auch die Trefferpunkte erhöht, aber auch nicht der Schaden. So, das waren die ganzen Balance-Änderungen. Ich muss sagen, ich freue mich da sehr drauf, vor allem natürlich auf den Golem. Da freue ich mich schon richtig drauf. Wir haben mal ein bisschen Packer-Smash ausgebildet. Mal gucken, wie das so wird. Nein, ich habe Loons gefordert, ne? Das könnte interessant werden, aber ich habe auch zwei Sprungzauber. Von daher, ja. Wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Allerdings müssen wir eben jetzt 5 Minuten warten, bis der Warden wieder fertig ist. Also, kurzer Cut. Bis gleich. Okay, ich hatte eben einen Fail und ich weiß nicht genau, ob ich noch kurz reinschneide. Es war ein ziemlicher Fail. Mit Pegasmash habe ich mich ziemlich auf die Schnauze gelegt. Aber jetzt meint es das Schicksal gut mit uns. Wir können hier ordentlich Loot mitnehmen, auch ziemlich viel Dunkles, was wir natürlich brauchen. Um den König oder die Königin zu machen, am besten natürlich erstmal die Königin auf Level 40, dann den König noch auf Level 40, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Wir versuchen das jetzt hier mal, wir räumen mal eben ein bisschen auf. Ich habe jetzt ja noch Elektrodrachen, damit fühle ich mich ganz sicher eigentlich hierbei. Auch wenn er zweimal, zwei Single Infernos, er hat den dritten noch gar nicht gebaut. Oder? Hä? Nee. Ich sehe keine Single Inferno, keinen dritten Inferno-Turm. Mal eben ganz schnell mal einmal die Arterdev freezen. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, ist alles im Radius. Läuft. Moment. So, mal einmal gezündet. Brutzauber drauf. Und dann müsste die Arterdev bitte gleich schon down gehen. Natürlich nicht. Der Klassiker. Sie geht natürlich noch nicht down. Wir müssen noch ein bisschen schuften. Da ist der Wutzauber jetzt auf den Ballons. Ballons bitte ein bisschen nach links, Ja, perfekt. So. Ein Single Inferno vielleicht down? Nein, auch nicht. Ja, wir müssen ein bisschen mehr arbeiten heute. Wir müssen hier heute auf jeden Fall ein bisschen mehr arbeiten. Die Sache ist, wir brauchen nicht unbedingt das Rathaus. Wir brauchen allerdings das Dunkle. Wir brauchen das Dunkle. Deswegen hoffe ich, dass die jetzt vielleicht noch halbwegs gescheit in die Mitte reinfliegen. Ich habe mal noch einen Giftzauber, den nehmen wir einfach schon mal eben. Lassen den König jetzt mal eben ein bisschen arbeiten, machen den gegnerischen König kaputt. Bitte. So, der gegnerische König ist kaputt. Jetzt bitte noch auf das, genau. Wir müssen da jetzt ein bisschen aufräumen, damit die Königin gleich schön dahin läuft. Dahin. Genau zu dem Dunklen, bitte. Das wird aber jetzt schwierig. Sie wird jetzt erst das kaputt schießen. Die Frage ist, wo läuft sie dann hin? Wo wird sie denn hinlaufen? Ich würde echt gerne noch ein bisschen Dunkles mitnehmen. Aber ich glaube nicht, dass sie das noch schafft. Nein. Okay, dann nehmen wir ein bisschen Elex mit. Dann nehmen wir ein bisschen Elixier mit. Na, auch nicht. Königin, was machst du? Bitte. Schnapp dir noch ein bisschen. Bitte. Okay, jetzt können wir sie uns aussparen. Ja, kann man sich im Endeffekt auch nicht beschweren, ne? Und schreibt mir gerne eure Meinung zu den Balance-Änderungen in die Kommentare. Ich denke, das wird auf jeden Fall vieles verändern, weil doch alleine schon mit dem Golem und Drache und vielleicht sehen wir auch wieder Go Weaver wieder als Taktik, also Golems, Magier und Valkyren. Ich bin gespannt, was sich da noch zu tun wird. Es ist, glaube ich, recht spannend. Ich glaube, das sind einige sehr spannende Änderungen und wir können jetzt mal eben noch was upgraden. Nein, es fehlt ganz wenig für die Königin, aber ich habe, glaube ich, noch was. Okay, geschenkt. Also erst Königin auf 40. Dann König hinterher. Ja, ich weiß, jetzt ist der Boost weg. Blub. Wir können noch was ausbauen gleich. Wir machen eigentlich noch ganz kurz ein paar Mauern. Das muss sein. Oh, wir sind Matthias so dicht auf den Fersen. Er ist zwar schon ein Rathaus weiter, aber wir haben dafür bessere Mauern. Wir sind dafür bei den Mauern ein bisschen weiter. So, Bombenturm. Und Kanone. So, das läuft. Wieder alle Arbeiter beschäftigt. Und was geil ist, der Golem ist jetzt schon auf Level 6 und bald ist er auf Level 7. Wann war das mit den Trefferpunkten? Golem Level 8 und Level 9 sind dann sind die Mini-Golems von 2 auf 3 erhöht. Das wird lustig. Also, würde ich sagen,
sehen wir uns in einer weiteren Episode. Dankeschön fürs Zuschauen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und dann bis später. Macht's gut. Tschüss.